herzlich willkommen. Wir wollen wieder zurück zu Link to the Past. Ja. Nee, wir spielen doch Pokémon. Stimmt. Ja, Animal Crossing ist ein sehr schönes Spiel. Zelda to the Future. Zelda to the Future. Ein neuer Natürlich Tag, Link's Awakening. Der Bitcoin ist bei 8.663. Jetzt nach wie vielen? 48 Stunden? Nee, 72 Stunden? Ja. Wann haben wir zuletzt aufgenommen? Ja. Keine Ahnung. Das ist ein sehr guter Kurs, ja, ich würde euch empfehlen. Wir machen jetzt hier Bitcoin Analysis. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Steppe von zerstören. Sammeln doch die Herzen. Wie kommen wir am besten zur Steppe? Herr Marco, Marco ist gerade wieder am Zocken. Weiß ich nicht. Einfach laufen. Okay, das ist. So lange im Kreis und bis das gefunden wird. Fass! Also eigentlich das, was wir immer tun. Genau. Am Wochenende hat es auch Laura Loft gezockt. Also wir sind auf jeden Fall ein Ticken schneller als Laura Loft tatsächlicherweise. Wir sind ein bisschen. Ich sag nichts. Wie sehe ich gleich hier in den Ding rein? Nein! Ich wollte sagen, von wegen, ich bin Profi. Haben wir gesehen. Spät. Haben wir da drin schon das Ding geholt? Ja, ne? Ja, ja. Das habe ich ganz schon ganz letztens geholt, ja. Ich glaube, du kannst einfach zur Stadt gehen und von dort aus dann einfach rechts zu gehen. Ja, ja, genau. Wir müssen mal gucken, ob es in der Stadt auch einen Rollenkarte gibt. Stehen wir shoppen. Oh, shoppen? Mhm. Stimmt, der Hamako hat ein bisschen Geld gefarmt, ja. Hat er auch gesagt. Und jetzt haben wir ganz viel Geld, wo wir jetzt erstmal ins Casino gehen möchten. Was meinst Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade gedacht, hä? Wie ist das? Da sind wir doch reingegangen. Nein, das ist oh, das könnte auch lupfen. Das wollte ich noch machen. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft. Wir sollten die Markierfunktion nutzen. Tatsächlicherweise, wenn wir irgendwo nicht hin können, aber wir sehen, da ist eine Kiste. Das macht stimmt, Sinn. Stimmt. Ah, ein Hörnchen. Ah, nee, Muschelmann. Was meint ihr? Wie lange habe ich gebraucht, um zu farmen? Die 3 Tage durch. Nein, bist du wahnsinnig? Nein, aber du. Der war gut gekontert. Der war super. Ja, keine Ahnung, also für 3K. Also wenn du jetzt hier jemanden rein raus gehst, durchfahrst, dann bist du bestimmt eine halbe Stunde fertig. Nee. Ja, wenn du hier das anguckst, wenn du hier das Feld immer die ganze Zeit durchgehst. Ich sag dir mal was, wo ich durchgegangen bin. Eine Nachtschicht, würde ich sagen. Eine Nachtschicht, in der nichts los war. Nein. Da können wir durch, stimmt. Seitdem habe ich nicht mehr gearbeitet. Beim letzten Mal. Also ich arbeite schon. Deswegen, weil du so viel gefarmt hast. Sieben Tanis. Ich habe das hier alles abgegrast. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Ja, ich sehe es. Dann hier runterwärts. Da bin ich dann zurückgelaufen. Ah, okay. Und das war dann gar nicht so übel. Stehst du da? Moment. Ja, hier okay. So rein. So viel kommt jetzt nicht raus. Aber ich habe, was waren es? 2 Stunden oder so. Also jetzt nicht so wie bei Pokémon. Also es ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ich habe ja auch schon ein bisschen gezockt, tatsächlicherweise. Ich war blind gezockt? Ja, das ist. Nee, halt, das ist der Shop. Bomben. Aber hier gibt es eure Bomben. Das habe ich nämlich auch gesehen. Da können wir jetzt erstmal 100 kaufen. Machen wir die überhaupt noch? Na klar. Ja, wir können die Steine ja mittlerweile wegschmeißen. Nö, es gibt ja auch noch so. In den Höhlen gibt es noch so Umrisse, wo du dann genau siehst, so stimmt, im ersten, ja, ich weiß noch. Und genau die musst du eben und wir haben Bogen. Sprengen lassen. Und einen Bogen, genau. Guck, 980. Aber sehr interessant, dass das damals einfach so gekauft war. Damals war es ein Mega-Item, was du aus dem Dungeon bekommst. Und hier so, ja, hier, kriegst du. Nimm. Kauf sie dir mit Geld. Und du kannst das Ding Herz, den Herzcontainer holen. Genau, richtig. Oh wir können jetzt richtig auf die Kacke hauen. Oh nein, meine Emotes sind ausgelaufen. Wie groß stecken die? Geh mal kurz ins Inventar. Sehen wir. So, hoffentlich kommt da jetzt kein Ton. Okay, ist voll. So ein Sch.
Ist ja lachhaft. Nur 30, also bitte. Hier, take my money. Nein, du willst nicht. Subway! Ah, kostenlos. Ein Herzcontainer! Das ist richtig. Da, das Schild kaufen wir auch noch. Kann das dann auch noch. Treibe ich jetzt aber nicht. So, da sind wir wieder. Die sind ja super. Ich mag den da. Den da? Ja. Wow. Geh da mal raus, kugelt. Gibt's noch was zu kaufen? Pfeile. Sauenwitz. Kaufst den Pfeil und Bogen, läufst dann raus und erst dann kannst du die Pfeile kaufen, den die du dann nicht mehr zurückgeben würdest. Du kriegst ja Pfeile dazu. Das ist immer krass. Also warum gehen jetzt wieder raus? Das ist doch doof. Very smug. Das ist doch doof. Was bringt dir das Schild? Weiß ich nicht, Ersatzschild, falls uns die. Ja, genau, das würde uns so mal wissen. Aber wird das auch immer jedes Mal resettet? Marc, du musst lesen. Du kannst keine mehr kaufen. Ach so. Das ist doch blöd. Alter, das war damals auch nicht begrenzt. Das ist doch doof. Och. Nein. Nur halt so groß, nur nicht so klein. Ja, nur nicht so klein. Also 50 konntest du immer mitnehmen. Damals war aber Ding, in dem, wo ich gespielt habe, konntest du immer dir eine neue Tasche kaufen. Da hattest du immer mehr Platz drin. Für Bomben und was dabei bei Skyward Sword. Bei Skyward Sword war das Problem, du hattest eine kleine, du musstest nämlich auch eine Geldtasche kaufen. Mhm. Das heißt, du hast so 100 Rubine tragen können, dann musstest du mit dem 100 Rubinen eine Geldtasche kaufen, um 500 Rubine zu holen. Das Problem ist, du bist in einen Dungeon gegangen und hättest locker einen Tausender mitnehmen können, aber kannst du nicht, weil du nur so viele Platz hast. Okay, das ist ja mal voll blöd. Das ist richtig nervig hier. Was ist das eigentlich da oben links? Ein Stein. Ein Stein? Ja, was bringt der uns? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Ich wollte den einsammeln, habe ich gedacht, nee, das musst du im Video einsammeln. Vermutlich sammelst du den ein und dann kommt so, haha, getrollt. Ist wirklich nur ein Stein. Also jetzt holen wir erstmal die Yoshi-Puppe. Oh. Oh. Auf jeden Fall nochmal. Wir haben genügend. Wann geht bei dir eigentlich der Spaß weiter? 2 Wochen? 2 Wochen. Jetzt haben wir ihn. Kann reichen? Ja. Ja, ja. Yeah. Wer weiß. Kennst doch die Automaten. Ja. Das ist doch ein Schmurgel. Fast so scheiße wie ein. Zum Glück haben wir genügend Geld. Jetzt aber, komm. Hier. Stellen wir auf vielleicht. Ist das eigentlich ein ganzer Herzcontainer? Ist das ein ganzer Herzcontainer da? Ja, ja, ja. Alter, wollt ihr mich trollen? Nö, sie wollen dein Geld. Sag ihr doch, Casino ist besser. Kannst du jetzt besser investieren. Wenn das jetzt mal nicht perfekt ist. Komm, der muss halten. Mit schön. Ja. An was ist eigentlich die. Der liegt so doof, das ist das Problem. Ja, ja, lach du nur. Ganz viel Geld von euch hier. Du Hund, du. Ist ja richtig doof. Nee. Okay. Das wird nix. Holen wir uns den Stein. Hol den Stein. Das wird bestimmt genau gleich einfach. Aber warum ist da ein Schild? Ich kann mir doch einfach ein Schild kaufen. Warum muss ich so viel Geld für. Weißt du, dann noch bewegen mit Plattform? Das ist ja noch das Schwere. Das war sauber überhaupt nichts, oder? Oder? Nein! Kannst du ihn runterschmeißen? Oh, das macht's nicht. Nee, das ist gut. Das ist gut, weil dann steht der irgendwann mal. Siehst du? Der bleibt da jetzt liegen. Ja, ja, Moment. Wenn ich das andere wieder zurückschiebt. Schick. Egal, aber er bleibt auf einer Stelle, ist besser. Nö. Also relativ gesehen. Sehr relativ gesehen. Bubu? Bubu? Was? Ja, oh. Geh los! Hä, der ist umgeflogen. Der ist zu tief, der liegt auf dem Boden, deswegen darf er nicht. Kann ich wieder rauslaufen? Ist der verschimmelt oder was? Warum ist der so komisch grün? Oh, das sieht aus wie Kupfer. Warum möchte ich mir Kupfer kaufen? Weiß ich nicht. Kupfer verunreinigt das Gestein. Also. Oder mit Gestein verunreinigt das Kupfer.
Mach Face. Kann man da nochmal reinlaufen, so ein Mist hier. Okay, ich versuch mal mit einem Herzcontainer. Ja, erstmal die Yoshi-Puppe, dann Herz und dann den Stein. Das kriegen wir jetzt ja wohl hin. Jetzt Moment hier. Ich kann mal schlafen, ne? Also wenn er steht, ist besser, weil dann kannst du ihn mal kommen. Ja, ja. So, der fällt wieder raus. Nein, tut er nicht. Yes! Jetzt fällt er nicht mehr runter. Chaka Malaka, das haben wir geschafft. Okay, nochmal eine Runde. Jetzt den Herzcontainer. Let's play Kirmesgreifer. Genau. Ja, richtig. Also da ist meine Quote beim GTA Casino deutlich besser. Läufst du mit, weiß ich nicht, 40.000 Shithouse rein und du kannst dann die 120.000 auszahlen. Guck mal, perfekt, so. Alter. Alter. Jetzt holen wir noch den Rubin da hinten rechts, jetzt räumen wir alles leer. Noch ein Stein. Noch mal ein Stein. Jetzt musst du bloß finden, wo du den Yoshi abgeben kannst. Der war ganz, ganz oben links im Dorf. Das weiß ich noch. Du weißt es nicht. Okay. Nice. Wie war das mit deiner Casino-Quote? Das 40. Nimmst du so von mir. Oh, Scheiße! Nein! Die Casino-Quote ist besser. Vor allem, da laufe ich mit Profiten raus und nicht mit. Problem bei dem ist, der Lilo, den war ja 50 wert. Genau, der das ist heißt, wenn, du verspielst gerade mehr als das. Also genau, das heißt, wenn du darfst fünfmal daran machen, wenn du beim sechsten Mal machst, hast du 100% Minus. Ja, jetzt haben wir ihn aber safe. Der fliegt wieder an der Seite raus wie vorher. Tut er nicht. Ne? Oh, der rollt, oh, das ist schön. Okay. Hast du wenigstens 30 gemacht. Er hat die Physik ausgetrickst. Mhm. Alter, der hat hier alles. Also, schaffen wir noch die zwei Sachen da hin. Alles leer macht er hier, alles leer. Ja gut, ich glaube, den Schild brauchen wir nur, wenn wir keinen mehr haben. Ja, ich glaube. So, jetzt gucken wir mal. Es war vielleicht ein bisschen zu frühzeitig. Los geht's. Hui! So soll er nicht runterfallen. Quatsch, der bleibt drin. Alter! So, also komm aus Prinzip noch schnell. Lucky! Der Lucky. Ja, ich will wissen, was passiert, wenn wir einen zweiten Schild kaufen. Haben wir schon. Wir haben schon einen zweiten Schild. Mhm. Fuck. Ich hab's gekauft, ja. Ah, der war zu nah. So, komm schnell runter. Ja, nee, das war's. Wir haben gefarmt nicht. Egal, ja, na, guck dir das an, wir haben so riesen Stammes gar nichts. Aber jetzt sind wir bei 0. Bei exakt 0. Mit den Dingens hier. Oh. Komm. Vielleicht machen wir erst so. Dann einen Moment. Der Trick besteht darin, das richtige Timing. Ein bisschen weiter hochfahren müssen. Oh. Und umgeditscht. Es steht noch. Jetzt ist es ein bisschen besser zum Greifen. Wenn es nicht umfällt hier. Der lacht sich. Wo ist eigentlich dieser Greifer dran gemacht? Der kommt irgendwie so aus dem Nichts. Keine Ahnung, das sieht man nicht. So, jetzt haben wir es aber. Query aus Bitcoin. Nicht. Brauchst du nicht. Wir haben genügend. Nimm deine Schätze und. Ja, okay, gut, hast du. Gebe es, bevor die spawnen. Das wäre bitter. Ich würde erstmal gerne rauslaufen und echt mal gucken. Nein! Nein, was machst du da? Ich bin zu ungeduldig. So, also B ist Abbruch, ne? Ja, dann gehen wir nochmal in den Shop, mal gucken, was es da gibt. Ja, trotzdem, es ist nicht schlecht. Danke. Du liebst Yoshi. Ah ja. Und Geld. Noch mehr Kohle zum Ausgeben. Herzcontainer. Das ist geil. Und jetzt wird's spannend. Kammerstein. Vielleicht gibt's so ein Gebäude, das wir vervollständigen können. Sag mal, hat der? Ich glaube, das war nur ein Herzcontainer, der alle sein Leben aufgefüllt hätte. Oh. Oh, hat er, ja. Oh. Ui, du hast ja die Yoshi-Puppe geholt. Ach so. Kenken, das ist wohl ein Junge. Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt, das haben wir schon eine Ewigkeit versucht.
Wir auch. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Aber ich will die doch haben. Hält's einfach. War das nicht das? Nein, ist mal da. Ah, so. Ui! Huch! Ah ja, neun. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich will das rechts holen, den kleinen Dingsbums. Das ist Ding, das ist wahrscheinlich die zweite Trophäe. Es bewegt sich wenigstens noch. Ich frage mich, was der Sack ist. Das ist doch dieser Stau. Feuerpulver. Nö, das wollen wir nicht. Wie viel geben die 20, oder? Die roten. War der nicht? Oder war der nicht hier unten der Hund? Nee. Gibt's einen Hund da? Komm, wir gucken einfach mal. Das ist, glaube ich, noch keiner begegnet. Der dürfte ja hübscher sein, oder? Oder? Der blaue, der ist 10. Der war 5. Gelb war der. Gelb war der 100er. Zumindest ist ein Skyward Sword. Und das Skyward Sword war schön. Das muss ich nicht zocken. Nicht ohne Wahl, nicht ohne Wahl, nicht ohne Wahl. Haben wir. Hab leider keine Wiener. Nein. Das brauchen wir nicht. Aber hast du wenigstens Profit gemacht? Auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal 20. 10er Robin. Was ist das? Wahrscheinlich die zweite Platte. Schon ein Schnippchen. Finden. Den kannst du irgendwo abgeben. Nee, alle. Hatten wir nicht gesehen, eins mit. Wahrscheinlich will das dieser kleine Komet. Und nochmal, nein. Ja. Was gibt's jetzt für dir? Doch, ich will echt gucken, was es da jetzt alles gibt. Also irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Schluss sein. Genau. Ja, mal gucken. Es wird halt so viel. So, jetzt muss er das Haus oben suchen. Nö, ich geb's dem einfach. Nee, ich glaube, das will wahrscheinlich. Du bist ja ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist das im Norden mit den zwei Türen. Alter, nimm deine Yoshi-Puppe. Das ist eine krasse Beschreibung von der Maus. Das Haus mit zwei Türen. Ja, hier ist es. Da ist es doch. Das Einzigste. Dann können wir in die Höhle reingehen. Hallo, Mom. Das ist ja gar nicht meine Mama. Felix, du bist dran. Oh, du schenkst meinem Kind die Yoshi-Puppe, bitte? Meinem Kind? Ich glaube, das war eher... Das ist eine komische Formulierung. Ja. Vielen Dank, das ist ja lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Eine Kalaschnikow. Was? Irgendwie eine Schleife getauscht. Was denn? Auch irgendwo die Schleife tauschen. Sind wir hier Tauschwarenhändler oder was? Ach, das war dieser Dingens. Dieser kleine Komet. Der liebt doch Make-up und Schmuck und so Zeugs. Ah. Da guck mal da mal rein. Ich frage, wo war der? Wo war Komet? Irgendwo. Herzcontainer wahrscheinlich. Weiß. Hä? Weiß. Gute Nacht. Traumschein. Oh je, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ach so Scheiße, ja, das stimmt, irgendwo hin teleportiert. Doch letztlich waren wir im Lied. Das Bett explodiert. What the fuck? What the fuck? Oh nein, was habe ich getan? What the fuck sind das Viecher? Ein Maze hast du getan. Sie gehen nicht kaputt. Aber du? Darf ich ihn kommen? Sind das die Dinge? Ja! Das sind doch die aus Animal Crossing, diese. Ich hab vergessen, wie die heißen. Ich hatte doch Schild in der Hand. Du bist aber aufgesprungen. Du bist auf die drauf geflogen. Ja. Let's try this again. Wo zur Hölle sind wir hier? Irgendwo, was mir nicht gefällt. Warte einfach, bis der wieder zu dir kommt, dass du den Boden nicht gefährdest. Nein, der läuft mit dir. So, nicht so. Lauf rechts und dann vorwärts. Lauf ein Stück rechts und vorwärts. Ah, nee. Schade. Ja, das ist dumm. Protected schon. Oh. Kannst du drüber hüpfen? Alter, macht das viel Schaden genommen. Zum aktuellen Stand gar nichts machen. Ja, aber wie sollen wir zurück? Durch die Tür. Durch die Tür. Die da unten ist. Die wäre da nicht so prominent, wenn man sie nicht benutzen könnte. Ach so, das ist eine Tür. Der Türgang. Ja, sorry, ich habe gedacht, das wäre keine Ahnung was. Ein Lichtstrahl. Der heilige Schein. Real. Wie machst du zu Komet? Was kommt? Ja. Oh, wir haben dem Huhn Leben geklaut. Verdacht.
Was hast du für uns? Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Ach, dieses Krokodil da unten. Ja, ich glaube, Hundefutter meinen sie nur mit. Dieses Krokodil sammelt doch Hundefutterdosen. Stimmt, die Dosen. Ja, stimmt. Und der Bruder Zahnbürsten. Wir sind wirklich so ein Tauschmann. Vielen Dank fürs Zusehen. Aber ich glaube, wir, genau, machen Cut. Genau. Ciao. Tschüss.